Es ist der 29. März 2023. Ich lese hier gerade einen Bericht von Focus Online. Mir ist natürlich die Seriosität dieses Unternehmens bewusst. Da beschwert sich angeblich eine amerikanische Kellnerin, ich glaube aus New York City, arbeitet die in einer aggressiven Art und Weise, moralisch verwerflich, dass europäische Gäste viel zu geizig beim Trinkgeld sein würden. In Amerika wäre es angeblich üblich, 20% Trinkgeld zu geben. Deswegen muss es aber noch lange nicht jeder so machen. 20%, weißt du, wie viel das ist? Und die hat sich da beschwert auf Twitter oder irgendwo und dann wurde da rege diskutiert. Und dann hat sie es irgendwann gelöscht, weil das zu viel wurde. Ich hoffe, dass er auch darunter leiden muss, seelisch. Warum? Also das fast zum Überlaufen hat gebracht und deswegen hat die da ihre Nachricht abgesetzt. Da waren Spanier, also auch Europäer. Die hat ja gesagt, ich hasse Europäer. Weil Europäer quasi immer geizig werden. Diese Spanier waren halt in ihrem Restaurant, wo die gearbeitet hatte, in New York City. Die waren absolut zufrieden mit den Leistungen des Restaurants. Das haben die später dem Chef gesagt, der dann auch dazugekommen ist, als die Frau sich beschwert hat. Die hatten eine Rechnung von $700. Das an sich ist ja schon gut, weil da macht ja der Laden fetten Umsatz. Ich weiß noch nicht, ob das, ich schätze mal, das war so ein mittelnobles Restaurant, vermute ich mal. Die haben bei einer Rechnungssumme von $700 $70 Trinkgeld gegeben an die Kellnerin. $70. Mal gucken, wie viel das ist. Was macht die? Die wurde daraufhin ungehalten, ja, weil die mindestens 20% haben wollte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die nimmt das zum Anlass, weil die nur 10% Trinkgeld gegeben haben, statt der angeblich üblichen 20% büßt über europäische Kunden abzulästern. Erstens 10%, vor allen Dingen bei einer Gesamtsumme von $700, sind $70 sehr viel. Selbst $7 wären angemessen. Guckt mal, wie viel $70 sind. Zweitens, es entscheidet immer noch auch Amerikaner zu Amerikaner, Kellner zu Kunde, Kunde zu Kellner, ob jemand überhaupt Trinkgeld geben möchte. Das liegt bei jedem selbst, ob er Trinkgeld geben möchte. Das ist absolut freiwilliger Natur. Und jetzt hat die wirklich geschrieben, und da kann ich ganz sicher nicht ausreden mit unbedacht oder so, weil die ist einfach nur fordernd und unfassbar dreist. Die hat halt in etwa geschrieben, man müsste Europäern die Einreise oder so verweigern, ja, bis sie sich endlich lernen, bis sie lernen, sich zu benehmen. Wie kann man denn so etwas äußern? Auf die rassistische Schiene komme ich jetzt gar nicht, das ist mir zu weit entfernt. Wie kann man so, was hat denn die für eine kranke Moral? Die meint also, jeder Mensch, jeder Europäer, der nicht mindestens 20% Trinkgeld gibt, hat ein absolut abartig schlechtes Benehmen und dürfte gar nicht mehr nach Amerika einreisen. Was zum Geier? Wie dreist kann man sein? Die soll sich über die scheiß $70 freuen und gut ist. Ich meine, guck mal, wie viel das ist. Der Laden freut sich über $700 Umsatz. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Spanier das waren, aber es ist auf jeden Fall der Umsatz. Die hätten ja auch ein anderes Restaurant nehmen können. Und die soll sich über die $70 Trinkgeld freuen. Ja. Nur weil angeblich 20% üblich sind, $70 ist total viel. Was will die denn? Und da bricht die da eine Diskussion vom Zaun, Alter, und regt sich übelst auf und äußert dann sowas, ja, wie ich es gerade gesagt habe.
dass sie am liebsten gar nicht mehr einreisen sollten und sich erstmal benehmen sollten. Ja, das soll sie mal zu Engländern sagen, wie die sie mal aufführen. Spanier haben ja im Durchschnitt ein viel, viel angenehmeres Benehmen als Engländer. Bei Engländern kommt es halt drauf an, also wenn es Fußballfans sind, naja, ist ja auch nicht jeder schlimm. Ist natürlich nicht jeder Engländer mit schlechtem Benehmen ausgestattet. Ja, so ist es nicht. Also eigentlich nur immer beim Fußball. Wenn es um Fußball geht, dann haben da viele ein schlechtes Benehmen. Diese Frau jedenfalls ist unfassbar dreist und einfach nur krank.